Gestaltwandler, Aliens, Genmanipulation und eine Prise Horror. Nach dem famosen Steampunk-Spektakel Dishonored 2 hebt Entwickler Arkane jetzt mit dem clever inszenierten Science-Fiction-Abenteuer Prey ins All ab. Kein Spiel für zwischendurch, wie sich zeigt. Hier ist volle Aufmerksamkeit gefordert, denn schon ein Kaffeebecher oder eine Klopapierrolle können tödlich sein. Angesiedelt in einer alternativen Realität, in der Kennedy die Besiedlung des Alls ermöglicht hat, erwacht der Spieler als weiblicher oder männlicher Morgan Yu an Bord der Raumstation Talos. Die Lage dort ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Der Grund dafür? Aliens. Extrem aggressiv und in der Lage, jede Form anzunehmen. Lampen, Aschenbecher, Pistolen, das komplette Level-Inventar kann in Prey ein potenzieller Feind sein. Paranoia begleitet also den Spieler auf seinem Weg durch die Raumstation, die von Anfang an nahezu komplett offen steht. Hier muss er aus der Ego-Perspektive gegen Schattenwesen kämpfen, die überall und vor allem in allem lauern können. Erst mit einem Schraubenschlüssel, später kommen Pistolen, Schrotflinten und futuristische Allzweckwaffen wie das Glue-Gewehr hinzu, so etwas wie ein Sekundenkleberwerfer. Die zähe Masse verlangsamt nicht nur flinke Gegner, sondern dient auch zur Isolation von ramponierten Schaltkästen, dem Löschen von Feuersbrünsten und dem Bau improvisierter Treppen. Aber Vorsicht! In Prey herrscht chronischer Ressourcenmangel. Glue-Nachschub und Munition sind ebenso knapp wie Gesundheitskits. Umso wichtiger ist es, dass sich Morgan genau in dieser vertrackt gebauten Welt umsieht und mit dem ungewöhnlichen Crafting-System der Raumstation anfreundet. Aus scheinbar nutzlosen Objekten werden mit Hilfe von Recycler und Fabricator wertvoller Nachschub und Utensilien wie das Jetpack. Vorausgesetzt, man hat zuvor die nötigen Blaupausen gefunden. Noch wichtiger sind die über Talos 1 verteilten Neuromods. Diese Bio-Verbesserungen machen den wehrhaften Wissenschaftler stärker, smarter und verleihen ihm im Kampf auf Knopfdruck fantastische Reparatur- sowie Hackerfähigkeiten. Später darf der Spieler sogar das Talent der Aliens adaptieren und sich in beinahe jeden beliebigen Gegenstand verwandeln, um etwa in Form einer Kaffeetasse durch einen engen Schlitz zu rollen. Allerdings muss Morgan seine Gegner dafür erst einmal genau unter die Lupe nehmen. Wer all diese Möglichkeiten intelligent nutzt, außerdem wissbegierig jedes Schriftstück, jedes Computerdisplay und alle Audionachrichten der ehemaligen Bewohner aufsaugt, wird in eine spannende Geschichte gesogen und nach rund 30 Stunden eine von zwei unterschiedlichen Abspannsequenzen erleben. Schade nur, dass Prey trotz des gelungenen Art Deco-Looks nur selten an die Klasse seines offensichtlichen Vorbilds Bioshock heranreicht. Stattdessen bietet Arkanes Weltraumtrip jede Menge erzählerische Längen und überwiegend blasse Charaktere und Kämpfe, denen man wegen des immer gleichen Ablaufs irgendwann schlicht aus dem Weg geht. Was den Spieler dagegen bei der Stange hält, sind Yus interessante Fähigkeiten, die immer mehr als einen Weg zur Lösung eines Problems ermöglichen, sowie die große Bewegungsfreiheit an Bord der Station.